Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Ja, seit dem letzten Mal habe ich mein Team mal ein bisschen hochtrainiert an so ein paar dieser Elite-Pokémons. Das ging sogar recht gut. Ich habe gerade eben sogar noch eins fertig gemacht und kann jetzt noch einen EP-Bonbon vergeben an Staraptor. Ja, ich habe jetzt einen Blitzer im Team. Weil ich habe ja einmal so viele Evolis gefangen, da habe ich mir eins gemacht. Das habe ich auch hochtrainiert. Das ist Level 48 jetzt. Kann auch gute Elektroattacken. Silvaho bildet natürlich immer noch die Spitze mit Level 55. Ich denke mal, mit den Level sollten wir hier jetzt vorankommen. Gab ja jetzt auch lang genug eine Pause vor Pokémon, ne? Jetzt haben wir Spaß im Kraterberg. Der uralte Steinbruch. Hier wurden Steine erbaut, um diesen Tempel zu errichten. Also, die Matten-Holo-Entwicklungsreihe hilft ja gerne eigentlich den Menschen. Oh, die Person kennen wir doch. Ich denke mal eher, dass die harte Landung der Grund für den Gedächtnisverlust ist. Ich habe ein bisschen mit Arceus geredet. Ja, Arceus ist wütend. Und wie wird's genannt? Ja, meine Welt, aus der ich komme. Weil ihr nichts auf die Kette bekommt und deswegen musste ich herkommen. Ja, die Menschen sollten auch die oberste Priorität haben. Es ist, also ich meine damit jetzt nicht komplett auf Pokémon und ihre Leben scheißen. Aber man sollte nicht wie die eine Frau handeln, die mir so sehr auf den Keks geht. Und einfach so halt einen Scheiß auf Menschen geben. Dass man alles tut, damit dem Pokémon ihr natürliches Umfeld ist, aber den Menschen einfach nur beschissen, wie sonst was geht. Da finde ich, man kann es auch übertreiben. Oh, ein Ursaring. An der ich, dir habe ich mal beim Ferno trainiert. Beim Blitzer steht übrigens meinem alten Luxreim nichts nach. Oh, ich kann nicht ignorieren, ich habe genug trainiert. Was für eine Nebenquest haben wir hier denn? Bitte irgendwie, dass ich ein Lager errichten kann, danke. Oh, was willst du uns denn mitteilen? Die Nebenquest mache ich gerne, weil dann kann ich mich hierher teleportieren. So, was möchtest du denn? Was möchtest du, liebes Bronze? Irgendwas da drüben, okay. Da ist ein Enteron und weiter. Ach, da ist ein Freund wahrscheinlich. Brunn, 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 Brunn. Oh, wir müssen ihm helfen. Haben wir irgendwas? Schön, dass wir helfen konnten. Guck mal, unter denen ist Freundschaft gut vorhanden.
Besser als von dieser einen Frau. Und dadurch habe ich jetzt ein neues Lager zum Hinteleportieren. Guck mal, mit null Einsatz. Habe ich jetzt einfach mal eben so ein Lager freigeschaltet. Richtig nice. Hier sind überall diese Eisenbrocken. Ich kann übrigens mittlerweile Hyperbälle herstellen. Ich weiß nicht, ob man das noch aus der letzten Aufnahme weiß, aber ich habe ein paar hergestellt. Ach nee, das sind Pilze. Flinkling. Ich dachte, das wären Eisenbrocken. So, wo willst du jetzt hin? Du hast einen guten Namen. Ach, mit Sneeboss kann man dann Klippen hochklettern. Er kommt auch aus meiner Zeit. Super. Wusste ich's doch. Ist auch ein Zeitreisender. Aus einer anderen Zeit meinst du wohl? Pike hat das Tor geöffnet und die Alge hat mich durchgeschmissen. okay. Mittlerweile sollte ich mithalten können. Ich habe übrigens auch all mit Meistersamen die Attacken auf Meisterstatus gebracht. Ja, jetzt bin ich wenigstens im Vorteil. Und das ist nicht zu knapp, ey. Los, hau rein, Sevaro. Ah, ist das schön, wenn man sie wieder wegkriegt. Skullcrow, wenigstens ein richtiger Gegner. Auf Level 42. Oh, scheiße, Sevaro ist, glaube ich, tot. Aua. Aber für sowas habe ich ja einen Aquaner. Aber woher? Belieber Sevaro. Hier soll niemand auf seine XP verzichten. Mimikry hat übrigens auch den Meisterstatus, aber irgendwie überträgt sich das nicht. Ja komm, Nassreif, wenn es bei Kraft und Normal eh keinerlei Unterschied macht, dann hau ich rein. Tangela, warum immer irgendwie, dass ich einen Typen Nachteil habe? Und dann setzt du nur Stachelspore ein. Mach doch Rankenhieb, allein das hätte mir wehgetan. Eissturm. Tschüss. Ich habe Hin besiegt und ihm gezeigt, wo es hingeht. An wen erinnerst du mich? Ich glaube, ich habe meine Pokémon ein bisschen zu stark gegrindet. Nebenbei übrigens, ab Level 45 könnt ihr aus dem ersten und zweiten Gebiet eigentlich jeden von diesen Ultraviechern fertig machen. So habe ich es gemacht, so habe ich sie hochtrainiert, weil das ging leichter als an allem anderen. Gegen Sneeboss muss ich wahrscheinlich nicht kämpfen, ne? Irgendwie sieht Sneeboss jetzt nicht so spektakulär aus. Aber es ist eine Weiterentwicklung von Sneeble. Ja, gerne. Auch nicht mag es meine Musik. Jetzt kann ich klettern. Macht mir das Leben noch mal leichter.
Oh, eine Gifttafel. Keine Unlichttafel. Okay, mit Sneebos hoch und den König beruhigen. Klingt nach einem Plan. Es war doch eine Sie, oder nicht? Warum sagt er? Ah, so sammelt man wahrscheinlich auch normalerweise diese Pilze. Mit Sneebos. Guck mal, ich muss nicht mal was drücken, der klettert automatisch. Und ich bin einfach hinten drin. Vor allen Dingen, wie ich gucke. Mega gut. Warte mal, was sagt er mir die hier, wenn ich da rauf will? Ach, einfach nur, dass ich mit einer Y auch klettern könnte. Okay. Ist ja gar kein weiter Weg, ne? Oh, ein Skorkler! Dich habe ich noch nicht. Ich würde dich aber gerne fangen, wenn du mich nicht auf den Kicker hast. Oh, Sneebos kann nicht springen. Gonna catch them all, ne? Oh, ich kann sogar den Baum hochklettern. War jetzt aber nicht so praktisch. Warum genau will ich den Baum hochklettern? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es getan habe. Ein Volltreffer liegen. Mann, hör auf, jeden Baum hochklettern zu wollen. Ich bewundere deinen Einsatz, aber das ist nicht nötig. Oh, ein Knackrack. Wartet. So, jetzt kann ich mich diesem Kampf widmen. Ein Knacks, Entschuldigung. Wir sind sogar ungefähr auf dem gleichen Level. Das kaum mal, das One-Hitte ich einfach mal eben schnell. Dann geht's mir auch nicht auf den Pinsel. Einfach mal eben Godwin Aurasphäre reinhauen. So, jetzt kann ich mich Knackse widmen. Oh, Wutanfall macht gut Schaden. Ich habe keinen Feen-Pokémon, ist das Problem. Wir machen die Drillingspfeile am besten. Da kann ich nämlich zweimal angreifen. Dann könnt ihr wenigstens mal einen Elite-Kampf hier sehen, den ich auch gewinne. Ich muss mich aber heilen, so ein Stück beim Pokémon. Im Übrigen, ich habe mir auch sämtliche Rezepte mal gegönnt, die man zurzeit kaufen kann. Wutanfall ist eine fiese Attacke. Boah, ich hau jetzt einfach einmal mit Drillingspfeile ordentlich rein. Es wäre sonst ein Teufelskreis geworden. Und seht ihr, so kommt man auch meistens an diese Meistersamen. Einfach diese Elite-Pokémon verprügeln und man hat meistens einen. Oh, wunderschöne Ruinen. Mit einem Mugelbaum. Und einem Nassknitt. Masknet hat reagiert. Jetzt ist es im Ball. Und ich habe ja gesagt, ich will einen Skorkler. So, beide Pokémons gefangen. Mogelbaum habe ich tatsächlich schon. War in einer Ecke mal. So, dann klettern wir mal wieder. Ich habe nicht wirklich was gegen Elektro-Pokémon da. Außerdem habe ich jetzt nicht vor, mich durchgehend mit Elite-Pokémon zu prügeln.
So, ich nehme mal an, dass Tsubaki einfach direkt wieder Stress will. Ja, sie will wahrscheinlich wieder kämpfen. Okay. Ich mach dich easy peasy fertig. Letztes Mal hattest du ein Level vor, aber der ist weg. Warum hilft dir ein Zubat? Warum helfen dir hier einfach irgendwelche random Viecher? Das ist unfair. Ich hau erstmal hier das Zubat weg. Weil das kann, kommt hier diesen Konfusstrahl. Da habe ich keinen Bock drauf. Giftschock, aua. Egal, was ich von euch kopieren würde mit Mimikry, es würde mir nichts nützen, weil Gift auf Gift funktioniert nicht. Komm, hau ruhig zu. Ich hab einen Top-Drang. Ich würde übrigens die Philosophie ja benutzen. Das Ding ist, mein Pokémon wäre instant wieder vergiftet. Das wäre ein Teufelskreis. Weil der kämpft eh nur mit Gift-Hieb. Kann ich irgendwie... Nee. Wollte nur gucken, ob ich einen Doppelangriff hinbekomme. Los! Eisenschweif! Dich kriege ich down, ohne dass man nach Para down geht. Vor allen Dingen, wenn ich mit Top-Tränken nachbessere. Die gab es halt im Laden. Das Rezept. Ist nur eine Zitrobeere und diese komischen Königswurz-Dinger. Also richtig easy herzustellen. Ich hab schon Argobären dabei. Hau rauf. Pam. Easy. Tja, Tsubaki. Darf ich jetzt? Was ist das? Ich habe nicht verloren, du hast gewonnen. Das ist ein, da gibt es ja einen Unterschied. Du hattest nur eins! Ihr habt es nicht gesehen, aber Facepalm. Tsubaki, du bist zum Kotzen. Weil ich dir das Richtige tue, du nicht. Das tut dem Pokémon mehr weh, als es hilft, was du tust. Ich will nochmal erwähnen, ne? Ich habe Nest gegen Explosionen zum einen und zum anderen gegen Elektroattacken. Ich habe kein starkes Boden-Pokémon. Da habe ich leider Gottes nicht dran gedacht. Oh, Knirschmineral. Das muss ich ja generell mal sammeln, ne? Das will der Shopkeeper momentan haben.
Das schaffe ich schon. Ich muss nur aufpassen, dass es sich nicht in meinem Gesicht sprengt. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Elektroball kommt beim nächsten Mal dran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill? Abo und ein Like da lassen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!